Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bravo Web TV. Wir sind heute Abend auf der 1 Live Krone in Bochum in der Jahrhunderthalle und wollen von euren Stars wissen, was sie an Weihnachten und Silvester so machen. Viel Spaß beim Video, frohe Weihnachten und schreibt uns doch in die Kommentare, was ihr so an Weihnachten und Silvester macht. Bis dann! Meine Pläne für Weihnachten sind ganz entspannt. Ich werde nach Hause gehen und mit meiner Familie Zeit verbringen. Dann werden wir essen und, glaube ich, Spiele spielen. Wahrscheinlich Monopoly. Wie feiere ich Weihnachten? Zum allerersten Mal mit meiner Familie in Berlin. In den letzten 14 Jahren waren wir immer auf Mallorca, deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir endlich bei mir feiern. Ich habe Geburtstag an Weihnachten und ich werde 30 an Weihnachten. Deswegen habe ich meine ganze Familie eingeladen und meine ganzen Freunde. Und ich mache ein Dinner. Und meine Oma kommt und meine Mama kommt. Und wenn die dann irgendwann mal weg sind, dann machen wir eine fette Party. Also wir feiern rein von 23. in 24., weil ich habe am 24. Also am 24. bin ich erstmal bei Mutti zu Hause. Da gibt es dann so leckeres Wildgeschnetzeltes. Sehr, sehr lecker, sehr empfehlenswert. Und danach geht es auf den Acker. Ein Kumpel hat sich mal mit 14 zur Konfirmation gekauft. Da sind so ein paar Quadratmeter. Da sitzt man Gummistiefel da und reden über Zeiten von früher am Lagerfeuer. Ist geil. Mit der Family natürlich, das tut mir leid, dass die Antwort so langweilig ist, aber ich fahre ein bisschen Moped, hoffe auf Schnee. Wir schütten immer so kleine Hügel auf und da brauchen wir nur so ein ganz bisschen Schnee. Ich habe ein Snowboard geschenkt bekommen vom Kumpel und ich habe eine Winch. Jetzt kannst du dir ausrechnen, was wir dann an Weihnachten machen, wenn es ein bisschen schneit. Also ich bin kein religiöser Typ, deswegen bin ich jetzt nicht so derjenige, der Weihnachten in die Kirche geht oder so. Aber Weihnachten ist für mich trotzdem immer eine ganz wichtige Zeit, weil ich ein sehr familienbezogener Mensch bin. Und das ist einfach so schön, dass dann wirklich mal die ganze Familie zusammen ist und alle sich auch wirklich Zeit füreinander nehmen. Bin ich mit meiner Familie bei meiner Familie. Und man muss schon sagen, ich habe eine sehr große Familie und meine Eltern haben ein okay großes Haus. Und da sind wir dieses Jahr, glaube ich, wirklich so 50 oder 60 Leute, das stellt sich immer so raus. Und dann wird ganz viel gefressen, sehr hart getrunken. Und am nächsten Tag wird drei Haselnüsse für Aschenbrödel geguckt und sehr hart gekatert. Ja, das war's. Selbstverständlich verbringe ich Weihnachten mit meiner Familie zusammen. 24., 25., 26., 27. mit den Mädels. Also es ist viel zu tun, aber ich freue mich. Wie ich dieses Jahr verbringe, ich fliege in Urlaub. Das ganze Jahr durchgehend gearbeitet, dann bin ich im Urlaub irgendwo, wo es warm ist. Wie verbringst du Weihnachten, Digga? Ja, Weihnachten mit meinen Eltern und meinem Bruder und auf Schweinebratenbasis. Ja, bei mir sehr ähnlich. Ich bin aber ein großer Raclette-Fan und Raclette wird gegönnt, 4 Stunden lang. Ich verbringe Weihnachten mit der ganzen Großfamilie. Wir sind immer so 15 Leute ungefähr. Und da ist meine Oma, meine Tanten, meine Onkels, alle da, Cousinen, Cousins. Und wir wichteln tatsächlich und jeder schenkt ein Geschenk und jeder bekommt ein Geschenk. Und es ist keine so eine Geschenkeflut oder so. Und jeder bringt was zu essen mit. Und dann haben wir ein riesiges Buffet. Wir feiern Weihnachten wie jedes Jahr bei unserer Oma zu Hause mit der ganzen Familie. Und es ist immer mega schön, weil wir einfach mal ein bisschen Zeit haben, auch zu Hause zu sein. Und deswegen freuen wir uns auch sehr auf die Weihnachtszeit, weil wir da alle so ein bisschen abschalten. Ich bin mal gespannt, ob du mir was schenkst. Wir haben uns noch nie was geschenkt. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr der Fall sein wird. Vielleicht dieses Jahr, mal schauen. I celebrate Christmas at my family's house. I have a lot of food and a lot of love. It's gonna be amazing, I can't wait. Silvester habe ich noch gar keinen Plan. Ich weiß es nicht. Entweder gar nichts oder vielleicht mit Freunden irgendwas, aber ich weiß es noch nicht. Silvester singe ich am Brandenburger Tor wieder, da freue ich mich sehr drauf. An Silvester bin ich auf der Homies Party von meiner Freundin Gisem und Lucia. Und das ist eine Party, eine Organisation von Mädels, die setzen sich sehr für LGBT ein und so. Und es ist eine sehr geile Party, kann ich jedem empfehlen. An Silvester bin ich in Thailand tatsächlich, mit einer ganz großen Gruppe zu 12 und da haben wir uns so eine Hütte gemietet und lassen da die Funken sprühen. Naja, knallen halt, ne? Da kann man legal Feuerwerk kaufen, also bitte. Was ist das für ein Tag? Das ist völlig klar, was da passiert. Also dieses Jahr mache ich an Silvester was ganz Besonderes, weil am 1.1. wird meine Mama 60. Das heißt, ich feiere mit ihr rein. Silvester ist im Moment noch so offen wie bei jedem irgendwie. Das ist einfach ja immer eine große Plage. Ich weiß es nicht. Ich glaube irgendwo in Berlin auf irgendeinem Balkon von irgendeinem Freund sowas, ja. An Silvester auch mit meinen Freunden, aber wir machen dieses Jahr mal was Ruhiges. Also einfach nur essen schön zusammen und entspannen. Und dann gehe ich, glaube ich, um 1 Uhr schlafen.
Silvester auch. Da bin ich auch irgendwo, wo es warm ist. Und dann wahrscheinlich schaue ich mir an, wie irgendwelche Kinder ein paar Knaller in die Luft springen. Das war. Silvester habe ich echt noch keinen Plan, leider. Wir haben heute in die Jungsgruppe bei uns geschrieben, was geht an Silvester. Wir haben echt noch keinen Plan. Also nichts Besonderes. Spontan. Silvester feiere ich dieses Jahr auf Costa Rica. Wo weiß ich noch nicht. Ich habe nichts geplant und nichts gebucht. Nur den Flug. Silvester? Ey, Silvester wird auf jeden Fall hart gefeiert mit den besten Freunden, wahrscheinlich bei uns in der Heimat. Wie, wo, wann, keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht die Art von Mensch, die schon ein halbes Jahr vorher Silvester plant. Aber es wird sich irgendwas Cooles ergeben. Ja, irgendwie feiern, ne? Mal gucken. For New Year's Eve, I'm going to LA, actually. So I'm going to be flying to LA on the 29th, spending it there, and then going on holiday. Can you believe it? For the first time in ages, so I'm so excited. Wenn euch dieser Beitrag hier gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ich krieg den gerade gar nicht richtig hoch wegen diesem Jojo hier. Und abonniert diesen Kanal.